Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Real-Life-Video. Heute rede ich mal über Erdöl. So, euch ist bestimmt schon mal, wenn ihr mit eurer Mama oder mit eurer Mama oder eurem Papa unterwegs seid und ihr geht mal zu so einer Tankstelle. Ja, da sieht man hohe, hohe Beträge, also wirklich hohe Beträge. 1,44 Euro, 1,69 Euro, wenn man Pech hat, 1,80 Euro. Kommt natürlich immer auf die Tankstelle an. Puh, ja, das sind Preise für 1 Liter Kraftstoff, für Super Plus, für V18 oder für was weiß ich. Ist mir ja auch egal, was es ist. Auf jeden Fall möchte ich heute ein bisschen was über Erdöl erzählen, wie das alles entstanden ist, die Geschichte und so weiter. Und das natürlich alles wieder in kurzen 3 Minuten. So, also, Erdöl, das sind tote Dinosaurier, tote Tiere, tote Mikroorganismen, tote Kleinstlebewesen, tote Meerestiere, Tiere, die damals gestorben sind. Diese Tiere haben sich dann abgelagert, also haben sich so verfault. Und bevor sie wirklich zersetzt worden sind, ist eine Schicht Erde draufgekommen, ne? Eine Schicht Sedimente oder eine Schicht Sand. So, dieser Sand hat natürlich da verhindert, dass dieses Zeug mit Sauerstoff in Kontakt kommt. So. Jetzt haben wir natürlich einen ganz wichtigen Schritt. Kein Sauerstoff. Jetzt ist das sozusagen, wie soll man sagen, verrottet. Zu so einer Plörre, würde ich mal sagen. Und das ist dann wiederum irgendwann mal durch verschiedene Prozesse, wäre zu lange das zu erklären, bräuchte ich 5 Stunden, ist das zu Erdöl geworden. Ne? Und jeder Liter Erdöl ist totes Pflanzenmaterial. Es kann auch Pflanzenmaterial sein. Tote Tiere. Also es kann sein, dass du, wenn du jetzt zur Tankstelle gehst, dass du da einen kleinen Bestandteil von einem Dinosaurier drin hast. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass du Dinosaurier drin hast. Es kommt natürlich darauf an, wo das Erdöl gefördert wird. Ne? In Saudi-Arabien kann es schon sein, dass du da hier einen Brachiosaurus in deinem Tank hast. Ja, und wenn du jetzt irgendwo Erdöl aus Mittelplate, also aus der Ostsee da nimmst, dann hast halt eher Bestandteil mehr pflanzlicher. Es kommt natürlich immer darauf an, damals gab es ja, war die Welt ja anders, ne? Die Kontinente waren anders und so weiter. Schwer zu erklären jetzt. Auf jeden Fall, ja, so ist auf jeden Fall Erdöl entstanden und da hat man es gefördert. Im Jahre 1800 irgendwas wurde das zum ersten Mal Erdöl gefördert, hat man es dann auch aus der Erde geholt und hat es für Petroleumlampen benutzt. Klar, dann kam natürlich auch John D. Rockefeller, habe ich glaube das im letzten Video schon erwähnt, und der hat das zu seiner Masche genommen. Er hat gesagt, hey gut, ich biete euch Standard an. Standard. Gleichbleibende Qualität. Das ist wichtig, dass man das sagt. Und die Leute wollten immer nur dieses Standardöl. Also dieses Öl, was immer gleiche Qualität hatte. Die Leute kauften es, er wurde zum Milliardär. Und so kam dieses Ölgeschäft dann langsam in Fahrt. Und dann kam der Ottomotor, Autos kamen auf den Markt und dann wurde weltweit Öl gefördert. Weltweit. Wer Öl hatte, der hatte Macht. Und heute ist es genauso. Wer Öl hat, der hat Macht. Ne? Öl ist der wichtigste Treibstoff der Welt, der wichtigste Energieträger, wird überall benötigt. Und ja, 82 Millionen Fässer werden jeden Tag gefördert. 82 Millionen Barrel. Ein Barrel entspricht 159 Liter. Also 159 dieser Flaschen mal 80 Millionen. Viel ist das. Eine große Zahl. Ja, ihr seht, Erdöl ist echt was Spannendes. Es ist gar nicht so langweilig, wie jetzt viele denken. Ja, ich kann es mir vorstellen. So ein Biolehrer erklärt Erdöl bestimmt so langweilig. So, ja, hier habt ihr das Kohlenstoffatom und das Wasserstoffatom. Es ist entstanden durch verschiedene Erosionsprozesse. Nehme die Zahl mal 3 hoch 5 und dann ist die so, ich glaube, die Schulzeit, die war ja wirklich mal. Aber es hat mir ja wirklich weitergeholfen, die Schulzeit. Nun ja, auf jeden Fall kostet 1 Liter Öl heute an der Tankstelle ungefähr 1,35 Euro, wenn man den Durchschnitt nimmt. Ist ganz schön viel, aber man kommt natürlich mit Treibstoff unglaublich weit. Ja, viele denken jetzt so ein Liter, er ist doch teuer. Vielleicht sollten wir weniger Auto fahren. Dann ist es eigentlich gar nicht so teuer, wie ich finde. Ich sag nur Deutsche Bahn, also was die da verlangen. Deutsche Bahn. Ja.
Also die kriegen im nächsten Video noch das Fett weg. Also da muss ich noch was sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Du Gamescom auf der PlayStation 3 und ciao!